Der FC Bayern München Zerfall. Thomas Tuchel steht vor dem Aus. Jetzt ist die Frage, um welche Spieler bauen wir den neuen FC Bayern München? Let's go! Buongiorno Freunde und herzlich willkommen zu diesem eigentlich traurigen Video. Und jetzt müssen wir uns alle mal zusammenreißen, in die Kommentare schreiben, was muss der FC Bayern München tun? Die sind komplett im freien Fall. Um welche Spieler muss das neue Team gebaut werden? Im Sommer muss ganz viel verändert werden. Ich sag's euch, Thomas Tuchel muss einfach raus. Das, glaube ich, da kommen wir nicht mehr zusammen. Und dann ist die Frage, welcher Trainer kommt und welche neuen Spieler. Weil Kimmich, Goretzka und Co., das ist für mich alles gebrochen. Aber darum werden wir uns jetzt kümmern. Wir haben nämlich beide, Freunde, mit unserem Gast 3 Spieler drin, wo wir denken, das sind die Spieler, das sind die Säulen, um die alles drumherum gebaut werden muss. Und mit dabei ist Danny. Ja, was geht ab, Leute? Prunes ist auch am Start. Genauso sieht's aus. Also ich sage auch ehrlich, mit Tuchel wird das nichts mehr. Aber an sich hat Bayern schon ein paar sehr geile Spieler. Ich bin gespannt, für welche 3 du dich entschieden hast, die auf jeden Fall bleiben müssen. Safe. Was sagst du eigentlich zu Kimmich aktuell? Was ist da deine Meinung? Ja, defensiv ist halt nicht das Wahre, aber ich finde ihn am Ball eigentlich immer noch nice und sein Chipbälle nach vorne immer noch nice. Ich finde, Kimmich braucht neben sich halt einen, der richtig abräumt irgendwie, der so die Drecksarbeit macht und der ihm die Bälle gibt und er macht den Rest, dann funktioniert das. Aber in der Kombo, wie sie spielen mit Goretzka, Kimmich, das läuft halt nicht. Ja, safe. Freunde, ich sag euch auch ehrlich, Tuchel hat Kimmich komplett rasiert. Also der ist so, also das war ja von Anfang an klar, wegen Holding Six und so immer wieder erwähnt und er sagt, ich bin auch einer Holding Six. Er hat ihn einfach kaputt gemacht mental im Kopf und dann kannst du auch nicht so gut spielen. Aber gut, das ist das eine. Bei mir sind die 3 Spieler. Jamal Musiala, Alphonso Davies, ja, da haben eine coole Flashback-Karte. Der wird zwar mit Real Madrid in Verbindung gebracht, aber für mich war schon immer auch unter Salihamidzic damals, war immer so das Ding, Davies und Musiala, das ist die Zukunft von Bayern, deswegen würde ich es mir persönlich wünschen. Ob es passiert, wird schwer. Und ich habe noch Kim in der Innenverteidigung. Ein bisschen Überraschung. Was sagst du? Okay, crazy. Ich dachte, du würdest Davies nicht nehmen. Also ich habe Davies auf jeden Fall auch am Start, auch wenn es jetzt schon Gerüchte gibt mit Real Madrid und sein Agent redet mit Barcelona und. ja, habe ich auch gehört. Aber trotzdem, also ich finde Davies, also er ist halt immer noch extrem jung und man kann 10 Jahre lang noch was mit ihm haben. So Linksverteidigerposition sowieso mal eine schwere Position. Also ich finde ihn nice und der hat jetzt 3 Spiele gefehlt und alle 3 wurden verloren. Also Davies wurde vorher auch ein bisschen gehatet, so, aber ohne ihn läuft es nicht besser. Also ich glaube, mit ihm wäre da schon ein bisschen mehr gegangen. Ansonsten Musiala ist ja ganz klar. Und ich habe Harry Kane noch drin, weil in letzter Zeit gab es zwar nur so Tap-Ins und der hat schon ein paar Chancen liegen gelassen, aber eins halt bei der ganzen Mannschaft nicht läuft. So, ich sag, wenn das Team funktioniert, dann funktioniert er auch. Digga, mal stell mal vor, Harry Kane, wenn nicht da, Leute, Bayern wäre noch mehr im Loch. Wir haben auch eine Folge bei Danny aufgenommen. Links in der Videobeschreibung abchecken. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Wir machen jetzt um die 3 Spieler ein Buy First Guy und Danny 170.000 Coins Price Range bei Mindestpreis. Und wir haben einen Joker und der liegt bei, du darfst es sagen, such du dir eine Zahl aus. Wo ist der Joker, der eine? 1,5 Millionen. Okay, komm. 1,5 Millionen. Da gehen wir rein und beginnt zuerst in Position. So, jeder hat seine erste Position ausgesucht. Man kann jetzt schon den Captain oder halt auch nicht. Mal gucken. Ich gehe mal auf meine Seite. Ladies and Gentlemen, bevor es weitergeht, Displayed. Aktuell Rabatt bei 1-2 Stück über meinen Link. 22% und ab 3 gibt es 33% Rabatt, Freunde. Ihr liebt Displays, das weiß ich. Und ich liebe Displays über alles. Ihr könnt einfach mal den Link in der Videobeschreibung abchecken. Wenn ihr euch mit Kollegen zum Beispiel 3 Stück holt, 33% Rabatt mitnehmen. Das sind Metallposter. Das ist die mittlere Größe, Größe L. Im Hintergrund, dort habe ich auch 3 wunderschöne Displays. Maradona, Modric und Messi. Ihr kennt sie alle. Ich habe auch noch zu Hause, ich habe glaube ich 40 Stück ungefähr insgesamt. Natürlich nicht alle aufgehangen, sonst würde meine Freundin mich rausschmeißen. Und hier seht ihr auch, wenn ihr auf den Link geht, zum Beispiel ein paar Ordner. Da sind meine Bestellungen. Da kommt ihr direkt quasi zu den Displays. Es gibt auf alle 1 Million Designs diesen Rabatt. Ihr könnt es einfach mal abchecken. Auf Top-Fußball-Displays geht ihr. Seht ihr Johann Cruyff, Ibrahimovic, Ronaldinho, Ante Rebic, Messi und so weiter und so fort. Es gibt Filme, es gibt alles. Let's go. Und ihr müsst keinen Code benutzen. Über den Link habt ihr automatisch den Rabatt im Warenkorb. Ich bin auch drauf. Jo, Digga, was ist denn das für eine schmackhaft, knackhafte Seite? Danny, wir gehen auf Seite 2 bei dir, bitte. Ah, ich hätte sogar einen Bayern-Spieler gehabt. Wäre super lustig, jetzt noch einen anderen Bayern-Spieler zu kriegen. Aber gut, auf Seite 2 ist keiner von Bayern. Bei mir ist Miroslav Klose hier drauf. Den habe ich vorgestern getroffen, Freunde. Der war bei der Border League da. Der Klose einfach mit seinen Söhnen. Der war richtig cool. Oha, wild. Vielleicht kriegst du ihn ja. Ich gebe dir die 4. Ah, boah, ja, fast. Fast Miro. Passt aber. Ich gebe dir auf Seite 2 den ersten Spieler. Den ersten? Ja, Seite 2, Nummer 1, Cousin.
Ich glaube, ich habe keine bessere Version von ihm. Von manchen Spielern hat man ja bessere Versionen, von ihm habe ich keine. Okay, dann besorge ich den. Danny, wir machen weiter und weißt du was? Die Bayern brauchen einen guten Spieler, heißt. Ein bisschen Mischung aus Icons, aber ich aktiviere jetzt den Joker schon. 1,5 Millionen Coins und wir suchen. Leck mich am Zückeli. Alter, ist das geistig! Naja, bei 1,5 Millionen kommen schon richtig mächtige Spieler. Die sind auch gerne mal 10 Millionen wert oder so. Ich lasse dich auch auf der Seite, weil die scheint ja cool zu sein. Gönnen wir mal Bayern. Ich gebe dir die 8 unten Mitte. Okay. Ich glaube, das ist ein Flop, teurer Mann. Okay. Nö, es ist. Ich muss mal gucken. Also, da wären auf jeden Fall coolere Spieler gewesen. Aber ich werde jetzt nicht sagen, wer es war. Das ist auf jeden Fall. Das ist gut. Nimm mir einfach mal mit. Dann gebe ich dir, Danny, weil du auch so lieb warst, ich bleibe bei dir auch auf der ersten Seite. Okay. Und wir geben den Spieler, den ich mir gewünscht hätte, der wurde mal mit Bayern in Verbindung gebracht, Nummer 7, Cristiano. Ich sag mal so, also alle 10 haben genau 170.000 gekostet auf der Seite. Echt? Was war das für eine komische Seite? Ich habe den, glaube ich, auch. Nee, den hatte ich lange, aber jetzt habe ich den auch nicht mehr. Okay, ja, besorge ich. Ja, für Chemie nicht schlecht. Bruder, mein Spieler kostet ja. Leute, wieso ist der so teuer? Oha. Yes, Sir. Dann nehme ich als nächstes die Position hier. Filters auch drin. Auf entspannt. 170, und, gell? Haben wir gesagt. 170. Okay. Let's go, baby. Übrigens, Leute, wenn ich das Video verliere, dann brennt es bei mir wegen dem einen Spiel alleine schon. Ah, Digga, diese Position ist gut. Ja. Ich bin. Alles möglich. Je nachdem, ne, was du sagst. Danny, wir gehen auf. Seite 3 bitte einmal. Motiviert, mal gucken. Ah, okay, die ist auf jeden Fall schlecht als erste. Ah, nimm die 10, den letzten Spieler. Komm. Die 10. Habe ich wahrscheinlich auch nicht die bessere Version mehr. Alles schon mal gehabt im Fall, ne? Aber hat man halt dann, wenn man es braucht, nicht. Aber gut. Nächster Spieler wird gesucht. Team sieht schon sehr, sehr gut aus. Und jetzt noch eine Verstärkung auf der Position und ich bin zufrieden. Das sieht auch nicht schlecht aus. Okay. Okay. Bleibst du auf der Danny, Seite? Ich bleib bei dir auf der Seite. Ja, dann riech ich schon, welche Zahl du sagst. Also. Echt? Du riechst es? Ich nehme die 1. Die hast du nicht gerochen. Die hab ich nicht gerochen. Die 1, die kam jetzt ehrlich unerwartet. Schade. Ja. Was hättest du gedacht? 9, die 3. Das Ding ist, die gesamte Seite war wieder genau 170.000 wert. Also irgendwie, also dein Typ scheint ja echt krank zu sein. Ich glaube, ich muss langsam auch mal zum Joker übergehen, weil bei mir knallt es bisher noch nicht so krass rein. Ich gebe dir die 6. Oh, Gesundheit. Gesundheit. Du gibst mir den besten Spieler. Den besten sogar. Aber bei dir ist irgendwas faul bei dem Team. Okay, das ist crazy. Bei dir läuft's gut, ey. Bei dir läuft's gut. Ey, ich glaube, du musst dir Gedanken machen. Also, ich muss heute gewinnen, Freunde. Jetzt habe ich Druck und wir kaufen den und ich darf nicht verlieren. Oh, da warte ich. Warte noch einmal mit dem Joker, weil ich habe eine Position, wo ich ein gutes Gefühl habe, auch ohne Joker jetzt was Solides zu bekommen. Und danach kommt sowieso. Was geht bei dir schon wieder ab für eine Party? Bro, ich weiß nicht, was hier gerade los ist, aber. Boah, bitte gib mir den. Ich habe das Upgrade. Ja, mit Upgrade sogar und sowas. Ach so, ich verstehe. Komm, ich gebe dir die 4. Nein. Ich meine, der ist auch gut. Die 2, das wäre mein Kompagnon gewesen. Mit Upgrade, Freunde. Flashback, geht in. Egal. Danny, hast du Joker aktiviert? Nee, noch nicht. Ich habe einen Bayern-Spieler auf der Seite. Aber und einen Ex-Bayern-Spieler. Aber man kriegt eh nicht die. Ja, doch. Die 4 ist es. Auch bei dir. Die 4 ist es nicht, ne. War mal im Gespräch und alles drum und dran, aber gut, das ist jeder zweite war irgendwann mal im Gespräch. Okay, also jetzt muss ich den Joker nehmen, ohne Witz. Jetzt 1,5 Millionen waren das. Jetzt nimmst du ihn. Sag 1,5 Millionen drin, 3, 2, 1, gib mir ein paar gute Spieler. Danny, konzentrier dich gleich. Bist du zufrieden mit der Seite erstmal grundsätzlich? Alles mit dabei irgendwie. Ich geb dir Cristiano Ronaldo auf der 2. Was? Keine 7? Nein. Cristiano ist auf der 2. Ja, die 7 wäre ein Spieler gewesen, der kostet 4 Millionen oder so auf der 2. Da kann ich aber das Upgrade aktivieren tatsächlich. Upgrade sogar? Ja, nicht das. Hätte noch bessere Versionen gegeben, aber ich habe leider nur die. Aber ist auch solide. Kann man arbeiten, wenn Bayern ihn bekommen würde. Ich glaube, da wird keiner Nein sagen. okay, ich gehe bei dir auf Seite 2 mal. Ich bin ja noch nie weitergegangen. Boah, Ehren. Und dann machen wir auf locker die 5. Auf locker. Auf lock. Full Icon Bayern Squad. Super. Okay. Super geil. Die Teams stehen bis jetzt. Noch 2 Positionen offen. Wir gehen auf eine entscheidende.
Und das ist die und 170.000 Coins. Special wegmachen. Ja, perfekt. Special wegmachen, reingehen. Es ist eh nur Special. Und es ist sehr, sehr gut. Oh, bitte ja. Nicht die Chaya. Nicht die Chaya, okay. Alles außer die Chaya. Wie, hast du Torwart gesucht oder was? Ansonsten wäre vorher nicht so schlimm gewesen. Okay. Ich geb dir die 6. Ah, danke. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Und Danny bekommt von mir bitte einmal auf Seite 3 gehen. Motiviert. Ein gutes motiviert. Gefühl. Wow, das wäre interessant geworden. Seite 3, okay. Und dort nehmen wir die Nummer 5. Super Spieler. Passt genau richtig in die Mannschaft. Mir san mir. Nicht mehr mir san mir. Warmer mir san mir. Warmer mir san mir. Okay, das ist die Karte, die einer der teuersten Spieler im Team ist, hätte ich nicht gedacht, aber gut, die kommt auf jeden Fall rein. Ansonsten, ja, schmiedtechnisch passt die Karte gut. Letzter Spieler jetzt schon. Eigentlich, Danny, bevor wir reingehen. Dass dein Team deutlich geiler ist als meins. Ja, du willst Chemievergleich oder was? Ich will Chemievergleich vor dem Finale. Wie viel hast du? 26, aber jetzt ein Icon aus wird schon ganz viel Unterschied nochmal machen. Du? Ich hab 29, das ist echt brutal. Du hast wahrscheinlich mehr Icons, du hast ja auch gerade jetzt da bei deiner Torposition gesagt, geht so weiter wie vorher, weil du die ganze Zeit Icons bekommen hast. Aber gut, bei mir auch alles möglich, sage ich. Bei mir auch. Bei mir absolut. Entscheid du dich weise, komm bitte. Ehrlich, weise entscheiden. Okay, ich nehme die... Hatte ich irgendwas noch gar nicht heute? Vielleicht die 9. Ach, Bro, du hattest noch gar nicht die 1, glaube ich, oder die 3 hattest du, glaube ich, schon. Ach, Bruder. Du hättest so rasieren können und gibst mir die 9. Der hat nicht mal 2 Ballen. Reicht doch langsam, dein Team rasiert genug. Ja, es ist gut, dann passt es. Wir geben Danny die 6. Nehmen Sie mit. Zufrieden? Ja, er bringt nochmal einen Nationenlink und so, glaube ich. Also, ich kann man auch mitarbeiten. Ich habe gerade so gejoked 2-mal. Ey, Danny, ich lade dich ein. Wir gehen ins Gameplay. Ich bin gespannt auf dein Team. Okay. Wir gucken uns jetzt die Teams an. Und was sehe ich? Ein Fandasa, ein Niklas Abi. Wie viele Icons? Mbappé, ach, Bro. Jesus, das ist der. Ah, okay. Digga, Mbappé, gar keinen Bock. Wir gehen rein. Side of line. What a ball. Amazing ball from the side. Kylian Mbappé. Hey, Kylian. With the fake. Kylian, everything is fine. Can you chill, Kylian? Please, what? Man. Komm. Komm, nein, wir sind die Bayern, wir sind aus München. Oh, was ist grün das für ein sogar. Lupfer? Aber er wurde gut gestört dabei, deswegen kam er so. Ref, das war ganz knapp abseits. Aiming war gut. What an amazing goal, Kim. Schön abgefecht. Das ist eigentlich so ein untypisches FIFA-Tor, oder? Ja, das ist, die gehen eigentlich nie rein, die werden immer vom Tor weggefälscht. Ziege, ey. Okay, Danny, zweite Halbzeit. Jetzt anschnallen. Es gab eine Kabinenansprache, sag ich dir so, wie es ist. Merk schon. Ja, hat funktioniert, die Kabinenansprache, super. Nice. Stevie. Gefährliche Hase, lange, schmale Nase, der Stachel vom Skorpion. Ach so, wo der Pass hingeht. Ja. Jawohl, jetzt geht er. Baby! Wichtiges Ding. Okay, Son war guter Transfer. Nein, irgend so ein Fuß kommt da noch ran. Verlängerung. Okay, komm. Die spielen ja auch gegen Trainer leider alle aufs Feld. Ja. Schönes Ding. Gabriel Abi. Was? Nein. Was? Ja. Spiel den doch mal weg, Digga. Nein, nicht so ein Scheiß, nicht so ein, Digga. Was passiert hier? Digga, Jungs, jetzt EA ist kracht. Bro, was war das für ein Tor? Nein. Ja, Stevie, was eine Drehung, das ey. Das ist, Bro, schau, das meine ich. Verlängerung 3-1. Das alles in einer Halbzeit. Gehen. Davis. Ey, ich kann das nicht mehr. Bro, ich bin noch am Ball. Ich bin noch am Ball, Freunde. Das meine ich. Es kracht und pfeift. Digga, kannst du diesen Ball bitte zum Spieler bringen? Mit ins Ausklären, die machen sowas. GG. Digga, ich sag 2 Tore waren aber echt, die waren wild. Du hast verdient gewonnen, aber ein Discard hätte gereicht. Leute, 3 Stück, trotz Verlängerung.
Danny, ich habe umgestellt. 3 Picks. Es ist so viel on the line. Alleine mein Musiala, mein Alphonso Davies, mein Gabriel, Heung-min Son. Und ich weiß halt, bei 3 Stück, du wirst halt irgendwas treffen. Aber 100%. Entweder was Teures oder ein SBC-Card, den man nicht wiederkriegen kann, die nice ist. Also irgendwas müsste eigentlich dabei sein. Ich habe mich auch schon ungefähr entschieden, in welche Richtung diesmal die Schüsse gehen. Ich nehme den Linksverteidiger. Okay. Dann den rechten Innenverteidiger. Okay. Okay. Und den linken ZDM. Linker ZDM. Digga, ich sag's mal so. Es war eh klar, dass du 100% was treffen wirst und du ziehst mir 1,8 Millionen Coins sind weg, Freunde. Du hast getroffen Petit Future Star Icon, Heung-min Son in dieser Eis-Version da und Kaspar Schmeichel 220.000 oder so. Du nimmst mir alles weg, 1,8 Millionen, aber du hast Alphonso Davies nicht getroffen, der war im Tor. Irgendwie nimmst du übrigens nie Torwart, gell? Wollte ich mal sagen. Ich hab überlegt, ich hab beim letzten überlegt, ob ZDM oder Torwart, aber... Ja, Tor nicht, echt selten. Ey, ohne Spaß, gegen dich habe ich immer Torwart ein gutes Gefühl, aber das, jetzt habe ich es gesagt, das mache ich nicht mehr. Wir haben noch Jamal Musiala, linkes ZOM, den habe ich in Rot, der hat richtig wehgetan. Und Gabriel Jesus war rechtes ZOM, aber du hast eigentlich auch, ja, 1,8, was soll ich sagen? Fast 2 Millionen schon, kann man mit leben, sag ich dir ehrlich. Das ist mehr wert als mein Team gefühlt. Das ist bodenlos. Für einen Neustart von Bayern hat super geklappt. Wir packen die Jungs in der SBC und sehen uns gleich wieder. Leute, ich habe eine Allergie gegen Abstoßen. Ich musste gerade so hart niesen. Die Spieler werden reingepackt. Son, Petit, Schmeichel sind drin. 85 plus SBC. Perfekt, Bruder. Danny, immer wenn ich mit dir aufnehme, hat das meist kein gutes Ende. Checkt die Folge von Danny ab, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir öffnen noch den Pick, bekommen Alisson. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut's rein und ciao. Das ist echt so bitter, wenn der Verlängerung so viel kassiert. Digga. Ja, Leute, haut rein, ciao.